ein Wort geistert vor allem dank Doctor Strange aktuell durch alle Kinos dieser Welt. Multiversum. Ob Marvel, DC oder Serien wie Rick and Morty, immer wieder geht es um Universen, die parallel existieren. Die Theorie eines Multiversums besagt ja, dass jede denkbare Ereignis in einem eigenen Universum stattfindet. Und viele Filme, Comics, Spiele und Serien stellen sich die Frage, was wäre, wenn wir all diese Universen in ihren unendlich vielen Formen bereisen könnten? Wie abstrus können Geschichten werden? Heute sprechen wir über die Multiversen von Marvel und DC. Wie viele dieser Universen gibt es eigentlich? Welche gibt es? Wie hat alles angefangen? Worin unterscheiden sie sich? Und wie geht's weiter? All das erfahrt ihr in diesem brandneuen Special hier auf Cinema Strikes Back. Und wir haben heute einen Gast. Hi, ich bin Luke von Nerd Factory und ich übernehme den Marvel-Part. Bei DC gab es bereits eine Miniserie namens Crisis on Infinite Earths, die die Fernsehserien aus dem sogenannten Arrowverse zusammengebracht hat. Schon das war eine echte Multiversumsgeschichte, aber so richtig geht es für DC wohl mit The Flash los. Und bei Marvel wird das Multiversum mit Doctor Strange and the Multiverse of Madness erst so richtig starten. DC wurde ja lange Zeit vorgeworfen, im Kino Marvel zu kopieren. In diesem Fall, bei den Comics, ist es eigentlich andersrum. Schon in den 50ern gab es bei DC eine Geschichte, in der Wonder Woman in ein Paralleluniversum reist. Das gilt als erstes Mal in den Comics. Seitdem ist viel passiert. DC verbindet mit dem Multiversum alle Comics ihrer fast 90-jährigen Firmengeschichte. Also alle Superhelden-Comics in irgendeiner Form. Das ist absolut unglaublich, wenn man bedenkt, wie viele Comics DC seitdem eigentlich herausgebracht hat. Die genaue Zahl lässt sich nicht finden, aber man schätzt, dass wir von etwa 60.000 Comics sprechen. All diese Geschichten in einem einzigen Narrativ zu verbinden, sodass keine die andere irgendwie ausschließt, das ist schon ziemlich beeindruckend. Marvel macht im Prinzip dasselbe wie DC, nur geht Marvel sogar noch einen ganzen Schritt weiter. Bei Marvel gibt es das sogenannte Omniversum. Omni heißt auf Latein alles und dieses Omniversum beinhaltet wirklich alles. Nicht nur die Marvel-Filme, sondern auch die Videospiele und Comics und so vieles mehr. Selbst die Geschichten von Verlagen wie Wildstorm und Dark Horse und DC zählen zum Omniversum. Moment, das Marvel-Omniversum beinhaltet das Multiversum von DC? Alles bedeutet eben alles. Das Omniversum beinhaltet eigentlich jede fiktionale Geschichte, die jemals verfasst wurde. Und auch unsere gesamte Realität, also Alpa, ihr da draußen vor den Bildschirmen, wir gehören alle zum Omniversum. Alles, was ist, jemals war oder sein wird, das gehört zum Omniversum. Und unsere gemeinsame Realität? Dieses Universum bezeichnet Marvel als Erde Nummer 1218. Das könnt ihr übrigens Jordan D. White verdanken, der Senior Editor bei Marvel, der unserer gesamten Realität eine Zahl verpasst hat, die seinem Geburtstag entspricht. Wenn ihr also in einen Marvel-Comic blickt oder einen Film des MCUs seht, bekommt ihr quasi einen Einblick in ein Paralleluniversum. Und von diesen Paralleluniversen gibt es sehr viele. Mächtige Figuren wie jener, der bleibt, haben bereits berichtet, dass es unendlich viele dieser Welten gibt. Aber eine davon ist im Marvel-Multiversum wichtiger als alle anderen und damit ist nicht unsere Erde 1218 gemeint, aber dazu kommen wir gleich. Bei DC gibt es streng genommen das Omniversum auch. Es beschränkt sich aber auf sämtliche Inhalte von DC. Das große DC-Multiversum ist auch grenzenlos groß. Das wissen wir, denn DC hat mal eine Karte des gesamten Multiversums veröffentlicht. Ich liebe dieses Bild und verliere mich immer wieder darin. Und dieses Bild wird auch immer wieder in unterschiedlichen Comics hier und da eingeblendet. Schauen wir mal drauf. Um das Zentrum herum sehen wir 52 verschiedene Universen, die das DC-Multiversum aktuell beinhaltet. Jeder Kreis, den ihr hier seht, ist ein eigenes Universum, in dem sich die verschiedensten Geschichten im DC-Multiversum abspielen. Von Batman über Superman bis hin zu Wonder Woman. Jedes Universum wird dabei durchnummeriert, von Erde 0 bis Erde 52. Wenn ihr also eine aktuelle Comicreihe von DC in den Händen haltet, von klassischen Helden wie Batman, dann spielt sich die Geschichte höchstwahrscheinlich auf Erde 0 ab, der wichtigsten Erde von allen. Außerhalb dieser 52 Universen befindet sich das Limbo.
Hier fristen lang vergessene Comicfiguren ein trauriges Dasein und hier bricht Materie auseinander. Ab hier sind wir in einer Sphäre einer Welt, die wir Menschen eigentlich kaum begreifen können. Noch weiter außerhalb ist die Sphäre der Monitore in ihrem Reich. Die Monitore sind mächtige Wesen. Einst gab es nur 2 von ihnen, mittlerweile 52. Sie bewachen und beschützen die Universen und verfügen über unendliches Wissen über sämtliche Geheimnisse des Multiversums. Sie haben unglaubliche Kräfte wie Psychokinese oder Teleportation. Sie können durch die Dimensionen reisen und gelten als unsterblich. Um das Reich der Monitore befindet sich die Source Wall, die Quellwand. Diese Wand ist quasi der äußerste Rand des Multiversums. Nur die allerwenigsten können hindurch. Darkseid ist deswegen bei dem Versuch mal darin gefangen geblieben. Diese Wand trennt nämlich das Multiversum von etwas Mystischem. Und dieses Mystische ist die Quelle. Die Quelle ist nichts als grenzenlose Energie, geschaffen vor 19 Milliarden Jahren. Eine Energie, aus der jegliches Leben entstanden ist. Diese Quelle, oder Source auf Englisch, ist Teil der sogenannten Präsenz. Und auch die Präsenz ist etwas völlig Übernatürliches. Bei DC ist das quasi ein Teil des Schöpfergottes, aus dem das gesamte Multiversum geschaffen ist. Aber ich kürze es mal ab. Die höchste Kreatur, also wirklich das absolut Göttliche im DC-Multiversum, ist die Overvoid. Es heißt, die Overvoid existiert fernab jeglicher Realität, jeglicher Logik. Also die Quelle von allem bei DC ist dieses Overvoid. Puh, also wenn euch das überfordert, keine Sorge, das ist ganz normal. Jahrzehntelang haben unzählige Comic-Autoren und Autorinnen Geschichten geschaffen, die immer wieder rebootet wurden, damit man nicht völlig den Verstand verliert, was nicht immer geklappt hat, denn beim Schreiben dieses Skripts wollte ich mehrmals in den Tisch beißen. Glaubt mir das. Auch Marvel hat eine Art Karte, das Netz des Lebens und des Schicksals. Sie ist ein dreidimensionales Konstrukt, das ein Abbild des gesamten Marvel-Multiversums beinhaltet. Sie zeigt auch den Anfang des Multiversums, denn zu Beginn gab es lediglich das erste Firmament, das erste Universum, das jemals existiert hat. Das Universum schuf 2 mächtige Spezies, die Celestials, die ihr mittlerweile aus Eternals kennt, und die Aspiranten. Die Celestials wollten, dass neues Leben entsteht und sich alles weiterentwickelt. Die Aspiranten aber beteten das erste Firmament an und wollten, dass alles so bleibt, wie es ist. Es kam, wie es also kommen musste. Ein Krieg brach aus. Dieser Krieg riss das gesamte erste Firmament in Stücke und so wurden aus ihren Scherben unzählige neue Universen geboren. Das Multiversum war geboren und die Zerstörung, denn jedes Marvel-Multiversum ist in einem ständigen Zyklus. Es zerstört sich und erneuert sich, dann zerstört es sich und erneuert sich wieder, immer und immer wieder. In der Astrophysik nennt man diese Theorie übrigens Big Bounce. Bei DC ist man sich heute einig, dass das Multiversum erst so richtig mit The Flash angefangen hat. In der 123. Ausgabe The Flash of Two Worlds wurde der spätere Flash Barry Allen in die Stadt Keystone City teleportiert und dort traf er auf den ersten Flash. Es gab nämlich 2 Flashs zu dem Zeitpunkt. Der erste Flash war Jay Garrick. Damit waren diese beiden Flashs, Jay Garrick und Barry Allen, zum ersten Mal vereint. Lustigerweise waren in Barry Allens Universum die Abenteuer von Jay Garrick Kult, denn sie wurden in Comics erzählt. Also traf Barry Allen quasi seinen Comichelden. Ganz schön meta. Es ist etwas erstaunlich, aber bei Marvel werden die Universen genauso durchnummeriert wie bei DC und heißen auch ähnlich. Manche dieser Welten sind aber eher klein, wie zum Beispiel die Erde 1048. Das ist die Welt aus dem Spider-Man-Videospiel von Sony. Andere Erden, die sind ziemlich außergewöhnlich, wie die Erde 2149. Das ist nämlich die Welt der Marvel-Zombies, mein persönlicher Favorit. Eine Erde steht aber über allen anderen. Das ist Erde 616. Was die Erde 0 für DC ist, ist die Erde 616 für Marvel. Das ist sozusagen die reguläre Welt der Marvel Comics. Die meisten Comics sind also hier angesiedelt. Genauso wichtig ist aber auch die Erde 19999. In dieser Welt spielen sich vor allem die aktuellen Filme ab, das MCU. Aber nicht nur das, auch einige Videospiele, Bücher, Serien und auch Comics zählen dazu. Mysterio erwähnt zwar in Far From Home die Erde 616, aber das entspricht nicht ganz der Wahrheit. Die meisten Marvel Comics und die Filme des MCUs spielen in unterschiedlichen Universen, also Comics im einen und
MCU im anderen. Doch kürzlich wurde dieses Konzept nochmal etwas aufgewühlt, denn scheinbar wird nun intern bei Marvel etwas daran gedreht, was die Filme angeht und die Serien, und nochmal eine Unterscheidung gemacht. Und man spricht bei Erde 19999 jetzt auch von MCU 616. So zumindest laut Marvel-Producer Nate Moore, was eine weitere Unterteilung in ein eigenes Film-Multiversum, zu dem auch Sonys und Fox-Welten zählen, abseits des Rechts des Multiversums, Omniversums, wie auch immer, suggeriert. Und viele dieser Universen sind für sich und abgeschlossen. Andere kreuzen aber auch immer wieder ineinander. Auch Dimensionen, wie beispielsweise die Astraldimension, in der Seelen getrennt vom Körper existieren, sind technisch gesehen ein eigenes Universum. Genauso die Dark Dimension, die dunkle Dimension, in der Doctor Strange mit Dormammu verhandelt, ist technisch gesehen ein eigenes Universum. Auch das Quantum Realm, obwohl das wieder ein bisschen anders läuft. Im Soulstone ist anscheinend auch im MCU ein ganzes Universum enthalten. In den Comics ist es zumindest so. Das ist der Ort, an dem Thanos mit der Kinder-Gamora sich unterhält. Man könnte ein ganzes Video füllen mit den verrücktesten Universen aus der Comicwelt, zum Beispiel die, wo alle Affen sind. Aber das würde jetzt das alles sprengen. Es gibt viele spektakuläre Erden und einer meiner Favoriten ist Erde 30 mit dem Red Sun. Also dem Roten Sohn, einem Superman, der nicht in den USA gelandet und aufgewachsen ist, sondern der Sowjetunion. Oder schaut euch mal Erde 19 an. Oder Erde 26. Es gibt viele verrückte Universen bei DC und wer sich mit den Comics auseinandersetzt, wird immer wieder auf ein ganz besonderes Wort stoßen. Kennt ihr es? Ich gebe euch einen Tipp, das Wort startet mit dem Buchstaben C, wie Cäsar. Das Wort heißt Crisis, Krise. 2 Jahre, nachdem die beiden Flashs vereint waren, also Barry Allen und Jay Garrick, entschied sich der damalige Autor der Reihe, einen Gang hochzuschalten. Gardner Fox hieß er. Ihm gefiel die Idee mit dem Multiversum so sehr, dass er sich etwas Besonderes einfallen ließ. In Justice League of America 21 und 22 verfasste er die zweiteilige Geschichte Crisis on Earth 1 und Crisis on Earth 2. Das, was er mit Flash gemacht hatte, wiederholte er mit der Justice League. Die damalige Justice League traf auf ein altes Team, das schon Jahrzehnte vorher die Justice League war. Aber das Besondere, mit Erde 1 und Erde 2 waren in der Comicgeschichte zum ersten Mal die Universen durchnummeriert. Gardner Fox hatte das lang vergangene sogenannte goldene Zeitalter der Comics mit seinem Zeitalter, dem silbernen, verbunden. Es war eine kleine Comic-Zeitreise. Zeitreise ist tatsächlich das richtige Stichwort, denn bei Marvel sind Zeitreisen immer und immer wieder von sehr, sehr großer Bedeutung. Man braucht sich ja nur mal Endgame oder Loki anzuschauen. All diese Zeitreisen, ob jetzt mit Magie oder mit Erfindungen, die unterliegen Regeln. Diese Regeln, die stehen schon in der Comicwelt seit 30 Jahren dieses Jahr fest. 1992 stellte sie der Marvel-Autor Mark Gruenwald zusammen. In Marvel Age 117 stellte er in seiner Kolumne ein Regelwerk für Zeitreisen im Marvel-Multiversum vor. Darin erklärt er, dass jede Zeitreise eine neue Zeitlinie und damit ein neues Universum kreiert. Man reist also nie wirklich vorwärts oder rückwärts in der Zeit, sondern man weicht auch immer auf eine neue, in dem Moment erschaffene Zeitlinie ab, selbst wenn man das als Zeitreisender überhaupt nicht mitbekommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe meine beiden Kollegen Jonas und Marius gefragt, die hatten jetzt schon ein riesiges Fragezeichen im Gesicht. Das ist auch wirklich einfach schwer zu erklären. Immer wenn ein neues Universum entsteht, dann ist es doch auch nach ein paar Jahren völlig unmöglich, bei all den Comics irgendwie den Überblick zu bewahren. Welche Storylines sind denn jetzt überhaupt noch real? Welche sind Fantasiegespinste? Sollte mich der Tod der einen oder anderen Figur jucken, wenn sie doch eh in einem anderen Universum weiterlebt? In welcher Erde befinden wir uns denn gerade? Das Problem war auch DC bewusst. Tatsächlich wurde auch den Lesern und Leserinnen damals das Multiversum einfach zu unübersichtlich, zu kompliziert. In den 70ern und 80ern dominierte Marvel den Comicmarkt und DC konnte zu wenige neue Kunden und Kundinnen gewinnen. Deswegen beschloss der Verlag, reinen Tisch zu machen. Alles auf Anfang. Die Crisis on Infinite Earths wurde geschaffen. Ein absolut legendärer Comic, der zur Vorlage für alle kommenden DC-Crossover-Geschichten werden sollte. Noch immer gilt er als vielleicht bahnbrechendster Comic der gesamten Comicgeschichte. Die Crisis on Infinite Earths zerstörte ein Universum nach dem anderen
Und am Ende der Reihe blieb nur noch eine einzige Erde, ein einziges Universum übrig. Das Projekt Multiversum war also vorerst beendet. Vorerst. Genauer gesagt, nur für ganz kurze Zeit. Und das zeigt auch nochmal, dass die Zeitreiselogik in Endgame ganz, ganz viele Augen zudrückt und auch die Autoren andere Dinge sagen, als eigentlich möglich wäre. Da nämlich die erneute Reise von Cap in die Vergangenheit der anderen Linien, um diese zu retten mit den Stones, um die zurückzubringen, theoretisch die Realitäten gar nicht retten kann. Und zudem auch Cap definitiv nicht in die Hauptzeitlinie mit Peggy zurück ist, da dann gealtert ist und dann wieder auf der Bank sitzt, sondern er muss aus einer anderen Zeitlinie wieder zurück in die Hauptzeitlinie gereist sein, als er alt war. Dabei sprechen wir hier von Zeitspannen und Größenordnungen, die wir Menschen kaum begreifen können. In den Comics übernehmen das deshalb meistens kosmische, gewaltige Entitäten. Wesen, die wir kaum verstehen. Im Multiversum von Marvel gibt es zum Beispiel ein eigenartiges Wesen, das für ein ewiges Gleichgewicht sorgt. Das lebende Tribunal. Dr. Strange war tatsächlich der Erste, der 1967 darauf traf. Damals bekam Dr. Strange die Aufgabe zu beweisen, dass die Erde es wert sei, gerettet zu werden. Er konnte dem Tribunal zeigen, dass auf der Erde sehr viel Gutes existiert und so rettete er sämtliches Leben auf unserem Planeten. Das lebende Tribunal sorgt dafür, dass das Multiversum im Gleichgewicht bleibt. Seine Kräfte sind unendlich und manche mutmaßen sogar, dass das Multiversum eine Manifestation von ihm ist. Das Tribunal hat drei Gesichter. Das rechte steht für die Notwendigkeit, das linke für Rache und das mittlere Gesicht für die Gerechtigkeit. Es wägt ab, es ermittelt und hält die Dinge im Lot, damit kein Universum mächtiger als das andere werden kann. Es gibt nur das eine lebende Tribunal, aber es kann sich in jedem Universum manifestieren, so häufig es will. Das lebende Tribunal ist also das mächtigste Wesen im Multiversum. Könnte man meinen. Über ihm steht aber noch ein Wesen namens The One Above All. Der eine über allen anderen. Ein mystisches Wesen, über das man nicht sehr viel weiß. Außer, dass es die mächtigste Entität im gesamten Marvel-Kosmos ist. Und er hat ein Gegenstück, den One Below All, ein gigantisches und unerklärliches Wesen am allertiefsten Punkt des Multiversums, das die einzige Präsenz im gesamten Multiversum werden will. Das Marvel-Multiversum hat seine zwei Seiten und DC sicherlich auch. Das Multiversum ist ein zweischneidiges Schwert. Die berechtigte Frage lautet, wenn es so viele Universen gibt, in denen alles möglich ist, warum sollten mich die Geschichten dann überhaupt jucken? Viele Marvel-Fans sind deswegen noch etwas skeptisch, was das Multiversum angeht. Das Multiversum kann man schließlich als eine Ausrede für alles nehmen. Will eine Schauspielerin ihre Figur nicht mehr spielen? Bring eine andere aus einem anderen Universum einfach hinein. Möchten wir irgendwie einen toten Fanliebling wiederholen? Hol ihn aus einem anderen Universum. Du schreibst eine neue Geschichte, die nicht zu den vorherigen passt? Kein Problem, es spielt einfach in einem komplett anderen Universum. Das Multiversum ist die Antwort auf alles, als wäre es nicht schon schwer genug, dem MCU in einem Universum wirklich komplett folgen zu können. Gleichzeitig sind die kreativen Möglichkeiten des Multiversums aber immens. Bei DC weiß das niemand so gut wie Grant Morrison. Von ihm stammt quasi auch diese große Karte, die ich euch gezeigt habe, vom DC-Multiversum. Und die stammt aus einem von Grant Morrisons legendärsten Comics, nämlich Multiversity. Unter vielen Comic-Fans ist die echter Kult. Das ist ein 8 Comics langes Event, das alle Erden übergreift und eine riesige Geschichte erzählt. Zur Reihe erschien auch das Multiversity Guidebook, ein Ratgeber, der jede Erde einzeln erklärt. Wenn ihr also anfangen wollt, das DC-Multiversum ein bisschen besser kennenzulernen, dann ist Multiversity Guidebook wahrscheinlich der beste erste Schritt. Seite für Seite werden euch die verschiedensten Erden und ihre Superhelden und Heldinnen vorgestellt. Auch Marvel veröffentlicht immer wieder Handbücher wie das Official Handbook oder Secret Wars, Guide to the Marvel Multiverse. In beiden Verlagen entwickelt sich das Multiversum immer weiter. Bei DC haben die Autoren Scott Snyder und Greg Capullo zum Beispiel einfach mal ebenso ein zweites Multiversum geschaffen. Das Dark Multiverse. Ein dunkles Multiversum, das parallel zum richtigen Multiversum existiert. Allerdings hat dieses dunkle Multiversum instabile Erden, die nicht existieren sollten und irgendwann auch relativ schnell wieder vergehen. Und ja, diese Erden haben ziemlich irre Figuren. Ich meine, schaut euch mal The Batman Who Laughs an.
Multiversumsgeschichten, die sind eine echte Herausforderung für alle Autoren und Autorinnen. In Geschichten geht es vor allem eben um die Entscheidungen der Figuren. Wenn es aber in unendlich vielen Universen unendlich viele Entscheidungen gibt, warum sollen wir uns dann noch dafür interessieren? Wenn die Geschichte aber gut erzählt ist, dann berührt sie uns und fesselt uns. Der Beweis? No Way Home, mein Lieblingsfilm, oder Into the Spider-Verse. Das Paralleluniversum aus Batman wie Superman oder die DC-Story Flashpoint, in der nicht Batmans Eltern sterben, sondern Bruce Wayne selbst. Rick and Morty. Und wie kreativ, witzig und spannend das Multiversum sein kann, beweist aktuell der fantastische Kinofilm Everything, Everywhere, All at Once. Hoffen wir also, dass die Produzenten und Produzentinnen bei DC und Marvel aufgepasst haben. Alper hat sogar eine Kritik zu dem Film veröffentlicht, das solltet ihr euch unbedingt mal ansehen. Oder schaut euch doch mal mein Video auf Nerd Factory an. Ich habe auf meinem Kanal nämlich einmal meine Filmbesprechung zu Multiverse of Madness für euch hochgeladen. Falls ihr diesem Video noch irgendwo Fehler entnehmt, dann tut uns das natürlich sehr leid. Wir haben versucht, fast 70 Jahre Comicgeschichte unterzubringen und Marvel und DC sprechen sich oft selbst auch selbst ins Wort. Also, wie Sachen funktionieren und, also, naja. Schreibt uns in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Ansonsten danke, dass ich heute dabei sein durfte übrigens. Und ich sag's mal, wie ich es bei mir sagen würde, Rinje hauen. Macht's gut.